Es ist jetzt schon wieder echt eine längere Zeit her und es ist so viel passiert und ich hatte mit so viel zu kämpfen und ich werde euch alles erzählen. Bevor das Ganze aber passiert, ich klinge auch sehr müde. Es ist jetzt gerade 5:45. Bumin kommt mich um 6:30 abholen und dann fahren wir nach Frankfurt. Heißt also, wir haben noch eine längere Fahrt vor uns. Ich werde jetzt erstmal meditieren, dann frühstücken, auch schon vorbereitet, duschen. Also mich quasi fertig machen und dann geht's los. So, jetzt komplett fertig gemacht, alles eingepackt, was nötig ist. Es wird ein richtiges Abenteuer und über den Tag werde ich euch einige Informationen mitgeben. Also erstmal let's go. So, kurzer Zwischenstopp, die LKW-Fahrer wieder. Ja, wir sind jetzt auf halber Strecke und Bumi macht jetzt wieder seinen TikTok-Clip. Und es ist einfach 0 Grad. Es ist 0 Grad. Aber es ist richtig gute Luft trotzdem. Und ja, ich freue mich. Also, wir sind auf jeden Fall sehr gut auf. Okay, wir vergessen das einfach. Naja, gut, Bumi macht seine Videos und wir fahren weiter. Ich habe vorhin einfach noch gesagt, wir dürfen nicht Richtung Lüdenscheid fahren durch diese Baustelle. Und wir fahren einfach genau nach Lüdenscheid. Es hat sich jetzt einfach deswegen noch etwas länger gezogen. Aber wir werden bestenfalls um 9:45 ungefähr da sein. Naja, wir genießen jetzt die Sonne auf der Fahrt und ich freue mich endlich, wenn wir ankommen. Mir geht's gut, oder? Wow. Und wie war die Fahrt? Ja, anstrengend, 2,5 Stunden. Ist. Gefällt dir? Sieht gut aus. Ja. Ich mache dir keine andere Sachen, das weißt du. Nice. Es geht ab. Mo, oh, guck mal. Hier mit Moe, Dressur und Bumin. Es geht. Eine halbe Sache hat er. Sehr wichtig. Ja, wir müssen jetzt gerade erstmal den Akku laden und setzen jetzt erstmal das hier, aber trinken steht was. Hier nicht. Das kann nur ich. Und werden dann gleich noch ein bisschen weiter drehen. Dann gehen wir nachher auch sehr wahrscheinlich noch was essen und müssen gleich nochmal für Bumin was holen. Ich bin jetzt eben hier im Auto. Ich esse jetzt gerade sehr, sehr geil. In den MPS Bar von Seat Watcher. Geht auf Quantum Leap Fitness, Leute. Proteinriegel, geil. Wirklich die beste Information über Proteinriegel. Achtet auf Proteinriegel im Markt. Supermarkt, kein Kollagen drin. In dem hier, es sollte kein Kollagen drin sein. Ist zwar gut für die Haut, aber wir haben ja keinen Hautriegel oder whatever, sondern wir wollen ja einen Protein, also Muskelaufbau. Und eben Kollagen nicht so unterstützen dafür. Also, sonst informiert euch mehr. Nur so als Nebeninfo. Weil ihr wisst, ihr kriegt von mir immer Goldinformationen, Wissen, welches ich mir aneigne, was ich weitergebe. Also, in den letzten Zeiten, das kurz zu fassen, ich übertrage gerade die Daten, schon mal um die Speicherkarte ein bisschen freizuräumen. In der letzten Zeit habe ich sehr, sehr wenig Zeit gefunden, einfach irgendwas zu machen. Und bin jetzt gerade an so einem Tiefpunkt, an dem sich die Teilzeitstelle etwas erledigt hat. Ich mich gerade anderweitig umschauen muss, ich euch auf jeden Fall weiterhin auf den Weg mitnehme, ich mich gerade aus dem Tief, so nenne ich es mal, rauskämpfen muss. Aber das sehr, sehr Gute daran ist trotzdem, es passiert sehr, sehr viel. Ich arbeite viel mit Leuten und mache gerade was an Reels, mache was für, also ich mache viel mit Content Creation, um das mal kurz zu fassen. Und bin auch auf Fiverr, habe da mein Video veröffentlicht, die Website ist so gut wie durch, das Video davon ist so gut wie durch. Das heißt also, die Puzzleteile fallen sehr gut zusammen. Ja, sie kommen sehr gut zusammen und es ergibt bald eins. Ich merke, es wird richtig, richtig gut. Gleichzeitig muss man vom Spiegel stehen können und sagen können, es ist gerade ernst und es wird aber besser. Und der, naja, die meisten sagen, du bist mal unten, du bist mal broke, du bist mal, egal in welcher Lage du bist, du kommst da raus, wenn du willst, außer du lässt dich davon erdrücken. So, und somit ist dann heute also der Dreh. Ich bin jetzt aktuell zusätzlich noch in einem Kaloriendefizit im dritten Monat, habe dann auch die 90-Tages-Challenge von Siad angefangen, also mit dem neuen Wissen über Ernährung und Sport. Und ja, bin jetzt im dritten Monat, bin gerade etwas sehr am Leiden bei 2600 Kalorien, also ich track alles und also man muss mal sehen, wie es weiterläuft. Aber das Allerwichtigste wirklich ist, niemals aufzugeben, sich von nichts unterdrücken zu lassen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du stirbst. Und das passiert nicht. Also hör auf, Ausreden zu finden, nicht ins Gym zu gehen, nicht dein erstes Business zu starten, nicht dein scheiß Gewerbe anzumelden, nicht egal was zu machen, weil diese Stimme im Kopf ist das Schlimme. Okay?
Also, ich schaue, wie viele Aufnahmen ich heute noch hinbekomme, um euch mitzunehmen. Vielleicht kann ich ein paar von der Kamera nutzen. Und bis dahin sage ich erstmal, bleibt fleißig. So ein Ding kann ich euch echt empfehlen. Also wenn ihr nicht gerade natürlich einen PC habt oder so mit Anschluss für alles, hier passen alle Art von Karten rein und ihr könnt es halt direkt über USB anschließen, also top. Also, ich würde sagen, weiter geht's. Wir sind jetzt gerade hier in Frankfurt. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, dieses kurze Interview. Jedes Mal fragen wir auch. Das ist hier ist ausgezeichnet, der beste Dönerladen Frankfurt. Das ist kein Spaß. Also das ist hier, Hardware hier. Also ich esse gerne immer hier. Der Grissou ist gerne hier. Ich esse immer gerne hier. Viel also mit ich Frankfurt. Gerne hier. Trainerausbildung in München habe ich dort gespielt. Hast du Trainerschein? Krass, Leute. Fußballlehrer. Trainerschein kannst du noch nicht mal fünfte Liga trainieren. So, ich wurde gerade schon wieder ein bisschen komisch angeguckt, weil ich Vegetarier bin. Okay, ist halt so. Aber auf jeden Fall, wir sind hier gerade in einem richtig geilen Dönerladen. Ich meine, ich kenne nicht so viele Dönergeschäfte, das ist halt das Problem. Aber ich kann euch auf jeden Fall ins Herz legen, den Ünlo-Kebab. Den könnt ihr auf jeden Fall besuchen, der ist sehr, sehr geil, sehr, sehr zufriedenstellend und ihr werdet sehr, sehr satt. Das ist das Allerwichtigste für den Fall, dass ihr mal in den Dönerladen gehen wollt. So, als nächstes gehen wir jetzt gleich auf die Brücke, machen da auf jeden Fall ein Video und werden anschließend, wenn wir das fertig haben, nochmal zurück und dann nochmal schauen, einen Anzug vielleicht anprobieren. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeige, vielleicht aber dann wieder, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ihn schon mit. Also es wird mega. Steht mir gar nicht. Naja, war ein Versuch wert, oder? So, eins muss ich sagen, ich konnte mich jetzt in letzter Zeit echt gut halten mit den Kalorien, obwohl ich immer unterwegs war. Das Wichtigste, was ich mitgeben kann noch, was das angeht, wenn ihr auf dem Weg, weiß ich, Muskelaufbau seid oder auch unterwegs, so wie ich jetzt, in Action, was am Unternehmen, egal für welche Absicht, egal für welche Intention, achtet darauf, dass ihr sehr gut eure Proteine in dreistündigen Abständen gut zu euch nehmen. 40 bis 50 Gramm zu, je nach Mahlzeit, je nach Körpergewicht, 2 bis 2,2 Gramm je Körpergewicht ausrechnen. Aber dann seid ihr am Tag super. Dann könnt ihr ohne Probleme wirklich mal da was snacken, da ein bisschen was mitnehmen. Ja, was ihr alles nicht vielleicht tracken könnt. Aber ich sag euch, wie es ist geil. Wirklich, ne? Manchmal steht man sogar am Abend da mit 1500 Kalorien übrig und fragt sich, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Wieso war ich so abgelenkt, gestresst? Whatever. Ja? Naja, der Abend nähert sich auf jeden Fall ein bisschen dem Ende jetzt. Wir werden gleich wieder knapp 3 Stunden zurückfahren. Und das war's dann auch für heute. Ich werde gleich noch ein bisschen was am PC erledigen, wenn ich dann zu Hause bin. So ist der Plan. Und das war's dann auch für heute. Wenn ich jetzt heute nichts mehr aufnehmen schaffe, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich dann die nächsten Tage was mitnehme. Also bis dahin und bleibt erfolgreich.